Messer sind schon eingebaut. So, jetzt werden wir mal den Anschlag hier anbauen. Wahrscheinlich ist das wieder so eine Maschine. Wenn ich mir dann in ein paar Jahren, wenn ich mal eine riesengroße Werkstatt habe, was ich nicht glaube, aber man weiß ja nie, dann würde ich mir auch einen richtigen abrichtigen Hobel hinstellen, beziehungsweise eine extra Abrichte und dann einen extra dicken Hobel. Also Kombigeräte, also ich, im Grunde halte ich davon nichts, ne? Aber ich brauche halt wirklich das Ding für ein Projekt oder für zwei und bei 250 Euro. Okay. Kann man ja nicht viel falsch machen. So, ich denke mal, das werden 45 Grad sein und dann hat man hier 90 Grad. Ich weiß nicht, warum die das gleich, warum machen die sowas? Also ich als Hersteller, ich würde das nicht machen, weil ich wette, es wird hier keiner hier 45 Grad irgendwie hobeln. Und das ist total scheiße hier, dass das Ganze wackelt. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob die Grundeinstellung stimmt. Weil das ist das Wichtigste beim Hobel. Ja, aber das ganze Ding... Also abrichten kann man damit, glaube ich, nichts. Weil, so, das ist ja hier der Anschlag, ne? Der stimmt auf den ersten Moment, aber guckt euch, das ganze Ding kann ich, ja, das kann man bewegen, das ist scheiße. Das ganze Ding wackelt, weil da kann ich nichts irgendwie dran abrichten. So, was kann man hier machen? Damit kann man, glaube ich, die Höhe einstellen von dem Tisch hier. Ja. So, wir können bis 2 mm hobeln, abrichten. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Es ist sehr praktisch, dass man das hier vorne drehen kann. Das finde ich gut. So. Was gibt es hier noch? Das ist die Feststellschraube. So, dann haben wir hier den Reset-Knopf. Dann haben wir hier einen Ausschalter. Okay. So, und jetzt muss hier unten dieses Teil, das fängt ja im Grunde die Späne auf. Ich glaube hier, aber hier fehlt irgendwas. Ich gucke nochmal im Karton. Da ist es. Das sieht wirklich aus wie Spielzeug. Richtig krass. Ja, damit kann man halt die Höhe dann regulieren. Oh. Heiliger. Das hört sich auch richtig komisch an. So, und das muss jetzt hier rein, oder wie? Muss da irgendwo rein. Ah, hier. Weil wir müssen erst das Holz abrichten. Also komplett bis nach unten drehen. Und das ist hier die Auffangschale, um die Späne aufzufangen. Und dann gibt es hier so zwei Schlitze, da kann man das reinstecken. Okay. Okay. So, dann wird die Späne, die unten, die im Grunde die meiste Späne läuft dann nach unten hin und die wird dann hiermit abgefangen. Gut. So. Ja, ich bin nicht so begeistert. Ja, weiß ich nicht. Ich werde das Ding mal gleich anmachen. 250 Euro. Aber vielleicht kann man damit ja wirklich hobeln. Ich werde das Ding jetzt einfach mal auf mein Blasmobil draufstellen und dann sehen wir uns gleich wieder. Dafür war die Ablagefläche hier von meinem Blasmobil gedacht. Natürlich stört jetzt hier ein bisschen der Schlauch, aber naja, den kann ich ja unten reinstecken. Ja. Okay. Das ist hier dieser Schutz. Naja. So, wollen wir mal ein Brett abhobeln? Ich weiß es nicht. Soll ich es machen? Wir machen die Maschine erstmal einmal an.
Ja, hört sich an wie so ein Motor mit zwei Messerwellen. Ne? Gut. Ich werde jetzt mal hobeln. Und zwar werde ich jetzt mal hier ein, ja, wir nehmen mal einen halben Millimeter ab. Das Ding ist, ich habe gar nichts zum Hobeln. Ich habe hier nur so ein Stück Buche, aber ich glaube, das wird zu hart sein. Ne? Oh. Wir probieren es einfach mal aus. Nicht schlecht. Also funktionieren tut er. Richtig cool. Wahnsinn. Gut. Abrichten kann man damit. Jetzt will ich damit auch mal durch einen dicken Hobel hobeln. Dazu muss man halt hinten diese Dinge abziehen. Ja, die Späne drin. Ich baue die mal ganz schnell um, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe die jetzt eingestellt. Ich lasse jetzt einfach oben den Anschlag mal dran, weil ich habe wirklich keinen Bock, das ganze Ding immer abzubauen. Deswegen hobeln wir jetzt mal ohne Absauganlage, habe ich ja vorher auch getan. So, ich habe es rausgefunden und zwar muss die Schutz- oder Staubabsauganlage oder Haube muss oben installiert sein. Ich vermute mal, dass irgendwo ein Schalter ist, dass der Motor erst gar nicht anspringt. Nur ich weiß nicht, in welche Richtung man jetzt das Holz drehen muss. Reinschieben muss. Der hätte mal hier einen Pfeil machen können. Ne? Weil ich kenne es normalerweise so, dass das Holz von hier vorne reinkommt. Ich glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren. Sehe ich nicht. So, damit ihr mal sehen könnt, wie das hier unten aussieht. Also wir haben hier oben den Sicherheitsschalter, das heißt, wenn ich den Dings hier reinstecke, wird auch oben abgesaugt. Hier sind die kleinen, die kleinen Zacken, kann man sagen, die das Holz festhalten, wenn es einen Rückschlag gibt. Und dahinter ist direkt die Einzugswalze. So, das heißt, ich packe das Ganze heute rein und dann müsste es gepackt werden, ja. Und wie wir sehen, ist das Ganze, ich hatte ja gerade das Problem gehabt, dass diese Welle, die da drin ist, die das Holz einzieht, dass die nicht richtig gezogen hat, beziehungsweise gar nicht. Jetzt habe ich die Abdeckung abgeschraubt und Leute, hier ist alles Plastik. Der Riemen war gerissen, der erste, und die ganze Aufhängung, alles ist hier aus Plastik. Das ganze Zahnrad steht schief. Und hier oben schleift das sogar an dieser Welle. Diese Welle hier, das ist die Hobelwelle, die vom Motor angetrieben wird. Beziehungsweise der Motor sitzt hier unten, der treibt diese Welle oben an. Und diese Welle treibt einen Riemen an. Und dieser Riemen soll hier die Steuerkette antreiben, die wiederum die zwei Einzugswellen antreibt. Und das Ganze, der Zahnrad, das liegt alles schief und verkrumm. Und oh, das ist, ich glaube, das Ding geht wieder zurück. Die blockiert nämlich gleich. Das hört sich doch nicht normal an. Das ist doch der letzte Scheiß, ist das, wenn ich das so sagen darf. Hier, volles Spiel drin.
Und da kommt nämlich jetzt so ein Riemen rauf. Und der, da war nämlich, mich schon gewundert, es war nämlich ein Karton, lag noch so ein Riemen, Ersatzriemen drin. Und der kommt hier oben drauf. Wird dann gespannt. Und guck, es geht schon gar nicht mit dem Riemen. So, gerade ist der Akku leer gegangen, aber ich zeige euch mal hier das Zahnrad. Guckt euch das mal an, das Zahnrad hier. Das sitzt total schief drauf, die ganze Aufhängung. Total am Wackeln. Also ich habe gedacht, mit diesem Hobel kannst du mal schnell Kiefer oder Fichte oder sowas hobeln. Ich hab schon gewusst, dass ich damit keine Eiche oder so hobeln kann. Aber dass es wirklich so schlimm ist, vielleicht habe ich auch einfach nur Pech und das ist dieses Exemplar, keine Ahnung. Och Mann, ey. Toll, ich hoffe, ich kann das Ding noch zurückschicken, weil ich habe das, wie gesagt, 4-5 Wochen her. Ne? Na gut, ich werde das Ding jetzt wieder einpacken und ich würde es nicht kaufen. Ich würde, glaube ich, auch die Finger, also durch meine Erfahrung, die ich so hatte, so dicken Hobelmäßig, so, ich glaube, das ist alles Spielzeug auf dem Markt, alles. Es gibt einen Hersteller, kann ich ruhig sagen, Dewald, da gibt es dicken Hobel, die kosten natürlich auch 1800 Euro. So mobile Dinger, ich glaube, das sind wirklich, das ist wirklich Qualität. Die anderen, ich vermute mal, das ist alles Spielzeug, alles Spielzeug. Und ja, dann lasse ich das Hobeln lieber sein. Und was nicht geht, geht einfach nicht. Nee. Weil das Ding ist, weiß ich, saugefährlich, wenn man damit arbeitet und nachher, nee, alles so kostbar. Ich würde das Ding jetzt wieder einpacken und ärgert mich natürlich jetzt, weil ich habe jetzt hier, keine Ahnung, hier 2-3 Stunden rumgegammelt oder hier das Ding hier versucht zu reparieren und keine Ahnung was, und jetzt muss ich das ganze Ding einpacken, jetzt muss ich den Hersteller kontaktieren. Es ist ärgerlich, ne? Einfach so Zeit, die bei drauf gegangen ist. Aber das Schöne ist ja, ja, da muss ich halt mein Projekt, was ich mache, dann muss ich halt per Hand holen. Geht halt gar nicht anders. Aber das Schöne ist ja, dass ich das für euch gemacht habe. Und naja, ich halte es da oben rein und kaufe euch ein Ding nicht. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch laut den Bewertungen hier, ist es wirklich ein tolles Teil gewesen. Vielleicht habe ich auch einmal nur Pech gehabt. Kann natürlich auch sein, ne? Weiß ich nicht. Ich will es ja keinen schlecht machen oder so. Aber für diejenigen, die es interessiert, ich werde den Hobel unten verlinken. Und vielleicht habt ihr Bock, das Ding zu testen, keine Ahnung. Dann macht es. Ich packe das Ding jetzt wieder ein und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls irgendjemand das Blasmobil nachbauen will, trotzdem, hier ist das Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.